Ich bin gerade auf einer Fototour für die Blattbestimmungsabteilung für Pflanzenvielfalt.net und habe mir gedacht, soll ich Nadeln jetzt überhaupt schon machen, weil, seht ihr mal, also da sind eben die heurigen Triebe, die sind noch nicht ganz ausgegrünt, also es ist jetzt noch nicht ganz die typische Festigkeit und Farbe für die Nadeln, die was dann praktisch haben werden, wenn es der Austrieb beendet ist und praktisch greift sind für dieses Jahr. Es ist auch noch so, dass man praktisch auf die neuen Triebe sieht, also da ist praktisch das Holz noch grün. Also an diesen Dingen ist praktisch das typische Schwarzherzang. Ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt trotzdem, zumindest mache ich jetzt das Video, weiß ich nicht, ob ich die Fotos jetzt dann gescheit zusammenbringe. Wurscht, Vergleichsvideos habe ich schon total viel gemacht. Also wenn ihr wissen wollt, was ist der Unterschied zwischen Fichte und Tanne und Douglasie und Eibe und Lerche, dann sucht es im Kanal. Mir geht es jetzt da rein, schauen wir sie kurz da die Blätter, Schrägstrich die Nadeln von der Fichte an. Ihr seht, die Nadeln sitzen rundherum um den Ast verteilt, also nicht irgendwie zweizeilig, sondern gut verteilt, ja, da unten ist ein bisschen glatzerter wie oben, aber es ist, man kann sagen, rundherum. Ja. Die Nadeln sind spürbar stachelig, also das spürt man und tut weh, wenn man das so macht oder dagegen fährt, auch ein typisches Merkmal. Die Farbe, man sieht es da jetzt, Jungtriebe sind noch hellgrüner, wenn das dann praktisch sein ausgereiftes Stadion hat, dann ist es ein bisschen dunkler. Ganz typisch ist eben, und ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder mit einer Hand hin, aber normalerweise schon, ja genau, wenn man so eine Nadel abrupft, dann bleibt ein holziges Füßchen dran. Ja, das, die Tanne, die hat da ein Dings dran, wie ein Saugnapf, aber da geht ein Holz mit. Das ist einfach wirklich ein gutes Erkennungsmerkmal. Das war es dann sogar an, schauen wir mal, abgeschuppten alten Zweigen zum Sehen ist. Da sieht man praktisch, da sind einmal Nadeln dran gesessen, da sind praktisch noch alle diese Schuppenreste und Höcker. Okay, also, Nadeln, Blätter, wie man dazu sagen will, muss man sie dann aussuchen, von der Fichte. Und das soll jetzt eigentlich für jetzt gewesen sein. Nochmal der Hinweis, Vergleichsvideos findet ihr im Kanal, beziehungsweise auch über die Homepage.